Hallo und herzlich willkommen bei die Sachsengriller. Ja, der Marco hat mal wieder den Elektrosmoker rausgekramt und da hat er uns einen leckeren Barbecue-Hackbraten rausgezaubert. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Ich hoffe euch auch. Schaut euch das Video schön an und viel Spaß dabei. Viel Spaß. Wir starten dann wie gewohnt am Brett mit den Zutaten für unseren Barbecue-Hackbraten. Wie ihr wisst, die genauen Mengenangaben findet ihr nochmal unter dem Video bzw. im Video könnt ihr euch screenshotten oder ihr schreibt uns einfach nochmal an. Dann lassen wir euch nochmal das komplette Rezept inklusive Zutaten und Schritte zukommen. Ich rassel das jetzt runter, während ich das mache, könnt ihr unten fix auf Abonnieren drücken. Das ist völlig kostenlos. Ihr unterstützt uns bzw. unseren Kanal nur damit und werdet natürlich, wenn ihr die kleine Glocke rechts drückt, noch mit informiert, wenn ein neues Video von uns mit rauskommt oder wieder rauskommt. Wir haben hier Cheddar, wir brauchen etwas geräucherten Bauchspeck, Barbecue-Soße, würzen werden wir das Ganze mit unserem neuen Gewürz, mit dem SPG-Gewürz. Wer Interesse hat oder wissen möchte, was das beinhaltet, kann gerne dem Link unter dem Video folgen oder auch dazu könnt ihr uns gerne anschreiben. Und des Weiteren brauchen wir Semmelbrösel, Knoblauch, Zwiebel, Paprika, eingelegte Jalapenos, zwei Eier und darunter befinden sich noch 1,5 Kilo Hackfleisch gemischt. Hier noch als Tipp, das ganze Gemüse, was ihr hier mit reingebt, richtig schöne kleine Würfel schneiden. Somit habt ihr das Problem dann nicht, dass der Braten im schlimmsten Fall auseinanderbrechen kann. Und ja, hier kommt der Käse jetzt bloß noch mit rein. Ich werde das Ganze jetzt verkneten. Das zeige ich euch heute nicht, weil das passiert bei mir in der Küchenmaschine. Das kann ich euch nur empfehlen, mit ans Herz legen. Wenn ihr eine Küchenmaschine habt, haut das alles dort rein. Lasst es wirklich 10 Minuten kneten, dass sich das alles miteinander ordentlich verbunden hat und ordentlich vermengt ist. Und wie gesagt, der Käse kommt noch mit hier rein und die angegebene Anzahl, ich denke mal 3-4 Esslöffel von unserem SPG kommen mit hier rein und das alles wird miteinander vermengt. Was wir aber jetzt zusammen machen, wir kümmern uns jetzt erst einmal um den Bauchspeck. Bevor wir unser Hack vermengen, müssen wir natürlich noch einen Schritt machen und zwar ist das unser Bauchspeck. Den werden wir jetzt richtig schön auslassen. Dazu habe ich mich für eine Pfanne entschieden, auf dem Grill kann man das auch machen, aber ich fange gerne das Baconfett dann noch mit auf, lasse es in der Pfanne dann kalt werden und das kann man dann auch noch weiter verwenden. Die Pfanne befindet sich jetzt auf unserem oder auf meinem Gasherd draußen in der Outdoor-Küche bzw. Grillecke und hier drin lassen wir ganz normal den Bauchspeck erst einmal aus, bis er richtig schön dunkel oder ja eine schöne dunkle Bräune hat und schön knusprig ist. So sieht die ganze Geschichte jetzt aus. Alles verlastet in unserer grünen Edelstahlschüssel aus dem Plastewerk in Schkopau. Hinzu ist jetzt noch der Käse gekommen. Hier befindet sich das Gewürz und den Bacon bzw. den geräucherten Bauchspeck, den ich kross angebraten habe in der Pfanne und schön klein geschnitten habe. Das Ganze wird jetzt ordentlich vermengt bei mir in der Maschine. Und dann sehen wir uns zum Formen wieder. So, es ist soweit. Wir haben jetzt hier unsere Hackmischung schön durchgemischt. Das hat auch von Vorteil, wenn man das richtig schön lange mengt, dass man irgendwo Gewürznester hat oder dass sich, wie gesagt, alle Zutaten ordentlich miteinander verbinden. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Jetzt kommt das hier raus aus unserer Schüssel. Das geben wir hier auf das vorbereitete Backpapier. Seid ihr noch im Bild? Ja. Und wir formen uns das jetzt zu einem Hackbraten, so wie wir das wollen, die Form. Ihr könnt hier einen Igel draus machen, ihr könnt ein Herz draus machen oder was auch immer. Formt euch das so, wie ihr das haben wollt. Und dann kommt die ganze Geschichte auf unsere vorbereitete Konsisform. Wir machen das gern so in Brotform, da können wir uns schöne Scheibchen runterschneiden und einen Burger draus machen oder zu allen anderen Sattmachern dazu essen. Ich bringe das jetzt in Form und wir sehen uns dann an der Konsisform wieder und da reden wir noch mal kurz drüber, worin und wie wir das zubereiten werden. So, ich nehme euch mal kurz mit, hier sieht man natürlich nichts. Zubereitet wird das Ganze heute in meinem Masterbild. Das ist der etwas größere von den beiden. Ich weiß jetzt die genaue Bezeichnung gar nicht. Und da habe ich jetzt schon den
Der ist vorgeheizt auf 130 Grad. Hier befindet sich jetzt unser Braten bzw. unser Barbecue-Hackbraten. Den habe ich auf eine Konsisform gegeben. Die Konsisform natürlich auch ausgelegt mit Alufolie. Vorsorge zum Reinigen. Genau. Hier unten ist ja das Heizgerät. Und jetzt kommen wir noch. Moment, ich habe einen kleinen Schwenk. So, dolle. Und hier habe ich jetzt die kleine Schüssel, die kleine Form oder wie man das nennt, mit Pellets gefüllt. Das sind Pflaumenpellets. Die habe ich mit etwas Wasser besprüht und die gebe ich jetzt hier unten. Ich zeige euch das gleich nochmal. Genau. Gebe ich jetzt hier unten ran. Ich sehe gerade, das Problem ist, das passt nicht richtig rein. Und zwar warum? Weil, müssen wir mal kurz um die Ecke. Wir haben hier den Schieber, wo wir Pellets bzw. Späne nachlegen können. Und der muss natürlich gerade stehen. Und dann sollte das auch funktionieren. Funktioniert natürlich nicht. Wir gucken mal gemeinsam hier runter. Was ist das Problem? Aha. Ich war nicht richtig in der Form, genau. Zack. Und hier seht ihr jetzt nochmal unten die Heizspirale. Darüber jetzt unsere kleine Schüssel mit den Pellets. Und ja, dann würde ich sagen, ich mache den Deckel zu, beziehungsweise die Tür zu, regel das Gerät nochmal auf 135 Grad ein und dann alle möglichen Zeiten, die man benötigen sollte, zum Schluss. So, 130 Grad hat er jetzt erreicht. Der Ofen geht übrigens nur bis 135 Grad, also heiße Geschichten könnt ihr hier drinnen nicht machen. Und wie man sieht, er raucht auch schön. Das heißt, ab jetzt wird die Zeit gezählt. So, jetzt sind circa, ja, ich sag mal, 35 Minuten vergangen. Und wir geben jetzt das erste Mal unsere Barbecue-Soße hier mit drauf. Und hier könnt ihr natürlich die verwenden, oder solltet ihr die verwenden, die euch schmeckt. Und ich mache das immer ganz einfach, primitiv, mit den Handschuhen, beziehungsweise mit den Fingern. Und den Handschuhen. Oh, man, die ersten Pinsel einsauen. Die Handschuhe sind eh eingesaut vom Hackkneten. Und da können wir die hier auch noch weiter verwenden. Ihr wisst, nichts verschwenden, wiederverwenden. Ein André ist ein Leitspruch. Oder weiß jemand von euch, wo der genau herkommt? Wenn ja, dann schreibt es einfach in die Kommentare. So, das Ganze würde ich sagen, machen wir jetzt, bis wir unsere Kerntemperatur von 78 Grad erreicht haben. Ja, noch ja, ein, zwei Mal werde ich das bestimmt noch machen. So, meine Lieben, es wird langsam dunkel draußen. Das seht ihr jetzt anhand des künstlichen Lichtes. So sieht der Hackbraten jetzt aus. Der war jetzt so knapp 3 Stunden war drauf im Smoker. Das liegt aber natürlich an der niedrigen Temperatur. Was aber den Vorteil hat, dass der Käse nicht extrem austritt. Ja, der Smoker macht ja bloß bis 130 Grad, 135 Grad. Und die Zeit haben wir uns einfach genommen und ich denke mal, das ist ein wunderbares Ergebnis. Was wir heute leider nicht zusammen machen, ist das Anschneiden, weil der Braten geht jetzt rein. Wir haben heute noch eine kleine Feier. Der wird mit der Familie zusammen angeschnitten. Ich kann nur sagen an dieser Stelle, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Im Namen auch vom André. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt uns das mit dem Daumen nach oben. Ja, seht ihr das mit dem Licht? Mal klappt es und mal nicht. Und würden uns freuen über einen freundlichen Kommentar. Ein Abo, macht was ihr wollt, macht wie ihr es wollt und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Eure Sachsengriller, André und Marco und bleibt gesund. Tellerbild kommt natürlich noch.